Ja, ich bin Maja Prinzessin von Hohenzollern. Ich bin schon seit 10 Jahren auf der Spielwarenmesse und designe verschiedene Spielzeugkollektionen, aber auch Möbel und Interior, aber eben mit Herz, Spielzeug für Kinder. Dieses Jahr präsentiere ich meine Adopt Me Pets. Das sind Stofftiere, die meinen eigenen geretteten Tieren nachempfunden sind, die ich alle aus Tötungsstationen und vom Tierschutz gerettet habe. Das heißt, diese Tiere gibt es wirklich. Und die Botschaft ist eben Adopt Me, deswegen sitzen sie auch alle in einem Karton, auf dem Adopt Me drauf steht, dass man eben auch mal Tiere aus dem Tierschutz ein Zuhause gibt. Sie sind alle PETA Vegan Approved, das heißt frei von Tierleid, und das ist auch die Message. Ich lebe selbst mit fast 20 geretteten Tieren. Ich habe 7 Katzen, habe 6 Hunde, einen Wolf, 3 Ziegen und ein Pferd. Genau, ich habe noch ein Prinzessinnen-Set, beziehungsweise was mir wichtig war. Ich habe nach dem Vorbild historischer Orden, also wie es den Hohenzollern-Orden gibt oder andere, einen kleinen Prinzessinnen-Herzensorden gemacht. Denn in vielen Märchen sind die Vorbilder in Form von Drachentötern, Rittern, Zauberern männlich. Und es gibt so wenig Anerkennung für Mädchen. Und ich finde, jede kleine Prinzessin hat definitiv einen Herzensorden verdient, und deswegen kriegen Sie von mir den Prinzessinnen-Herzensorden. Also Orden kommen immer gut an, für alle, die sie verdient haben. Ich designe sonst Möbel, also Badmöbel, Badarmaturen, Teppiche, Haushaltswaren, Porzellan und in Kürze auch Tinyhäuser. Nein, überhaupt gar nicht. Völlig falsche Abteilung. Bei mir blinkt nichts. Bei mir sind meine Sachen alle nachhaltig, sie sind CO2-neutral, vor allen Dingen elegant, zeitlos, eine gute Mischung aus Retro und Moderne. Insofern nichts mit Bling-Bling und nichts mit Barock. Ganz modern. Hier, Moment. Kommt hier nochmal die Krönung? Ja. Moment. Sieht das aus? So? Sehr schön, ne? So. Hier, jetzt sind wir hier. Die Prinzessin-Grundausstattung.